Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Anastasia, Popstar Anastasia. Ja? Und Sie gehen verkleidet, also unkenntlich gemacht, zu einer TV-Casting-Show. Und Sie singen dort Ihren größten Hit, nämlich I'm Out of Love. Und was dann passiert, ist ziemlich arg. Die Jury stellt Ihnen ein vernichtendes Zeugnis aus und sagt, eigentlich sollten Sie das singen lassen. Ja, das war alles ein bisschen peinlich. Der Superstar selbst hat es mit Humor genommen und bestimmt genauso lustig war Ihr Auftritt bei der Starnacht in der Wachau am letzten Wochenende. Gestern war sie auch noch in Wien und da haben wir sie getroffen, die Anastasia. Schön, dich wiederzusehen und zurück zu sein. Für mich ist ein Glas immer halb voll und nicht halb leer. Die amerikanische Sängerin Anastasia gestern in Wien. Sie ist hier, um ihr neues Album zu promoten. Es ist das Comeback nach ihrer zweiten Brustkrebsdiagnose. Das Leben ist eine ewige Reise, um zu gewinnen, um durchzuhalten. Man braucht Kraft und Ausdauer, um durch einen Sturm und unruhige Zeiten und nicht rundherum zu fahren, denn sonst lernt man nichts. Ich werde immer den mühsamen Weg nehmen, wenn es langfristig die bessere Entscheidung ist, wie bei meiner Mastektomie, der Brustentfernung. Eine harte Entscheidung, aber der Krebs ist für immer weg. Nicht viele Frauen würden sich so entscheiden. But for sure, cancer's gone forever. Not many women would choose that. Evolution ist der Titel des neuen Albums. Und die 48-Jährige hat wahrlich in den letzten Jahren unterschiedlichste Entwicklungen durchgemacht. Nicht nur gesundheitlich, sie hat auch eine Scheidung überwunden. Ich habe viele Wandlungen durchgemacht, eine persönliche Wandlung in mir. Ich musste eine Art Selbstfindung vollziehen aufgrund gesundheitlicher Aspekte, emotionaler Krisen, musikalischer Zweifel. Ich habe viele Reisen gemacht die letzten Jahre und ich denke, auch die Welt befindet sich gerade im Umbruch. Leider nicht zum Vorteil. And I think the world is going through its own evolution in a very unfortunate way. Die Sängerin schreibt nach eigenen Worten prinzipiell über sich. Sie kann nur über Dinge schreiben, die sie selbst erlebt hat und fühlt. Ich verstecke nichts, nicht vor mir und nicht vor euch. Ich versuche aufrichtig zu sein und belüge mich nicht. Und damit muss ich auch nicht bei anderen Spielchen spielen. Die Sängerin ist eine Kämpferin und das sollen auch ihre Musikvideos ausdrücken. Sie will als starke Frau erscheinen und setzt auf Symbole, auch im neuen Video. Man hat mich gefragt, ob ich reiten kann und ich habe ja gesagt, denn früher bin ich auf Kutschenpferden geritten. Die konnte man leicht lenken, wenn man sie am Kopf gezogen hat. Das im Video war ein Dressurpferd, er war der Ferrari unter den Pferden. Zum Beispiel verwendet man die Gerte bei diesen nicht hinten, sondern vorne am Hals. Nur ich wusste das nicht. Wenn du die Gerte falsch verwendest, bedeutet das Vollgas und ich habe das natürlich falsch gemacht. Und natürlich ist er losgestartet und ich habe nur geschrien und gedacht, bleib stehen. Ich habe mich am Sattel festgehalten und gedacht, jetzt ist es soweit, ich muss sterben. Ich falle runter. Das Letzte, was man von mir sehen wird, ist, dass ich hier runterfalle. In ihrer Karriere hat Anastasia Top-Platzierungen in 19 Ländern geschafft und über 30 Millionen Tonträger verkauft. So ein Star lässt die Welt in den sozialen Medien an seinem Leben teilhaben. Da sieht man sie schon mal ungeschminkt und privat. Ich finde das lustig. Zu Anfang war ich es nicht gewohnt und konnte nicht damit umgehen. Ich habe nicht verstanden, dass ich damit mit meinen Fans verbunden bin und sie mir ständig schreiben können. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste jedem und immer antworten. Und das war zeitweise wirklich anstrengend. Jetzt kontrolliere ich mein Instagram, meinen Twitter-Account. Wenn ich mich mitteilen will, tue ich es. Und wenn ich Ruhe haben will, dann poste ich nichts. Gepostet hat Anastasia auch aus der Wachau. Dort ist sie letzte Woche bei der Starnacht aufgetreten. Zu sehen am Samstag in ORF 2.